Ja, meine Damen und Herren, wir gehen in die Politik und Herr Nüssel hat eben zu mir gesagt, waren Sie in der Pause, jetzt haben Sie aber eine schwierige Aufgabe, 5 Politikerinnen und Politiker zu bändigen hier auf der Bühne. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich auch für Sie darauf, weil das eine spannende Herausforderung ist und weil ich mich auch auf spannende Redebeiträge freue. Erzählen Sie uns noch mal ganz kurz, noch mal, vielleicht noch mal zur Begründung, wo Sie die Eckpunkte der Veränderung in der Agrarpolitik jetzt sehen. Sie haben das eben schon mal angedeutet, aber können Sie es noch mal auf den Punkt bringen? Die Frage ist, wie wollen wir Landwirtschaft betreiben? Ich denke, Wilhelm Priesmeier hat umrissen, um was es geht. In Europa eine unternehmerische, familiengeführte Landwirtschaft, bäuerlich, darum geht es natürlich. Und die Frage ist natürlich, warum soll eine Gesellschaft das weiter über einen Kamm mit Geld belegen? Das wird schwer zu vermitteln sein. Ich glaube, dass man natürlich sagen kann, da demonstrieren 150 Organisationen mit 10 Leuten. Man kann auch sagen, hier demonstrieren im schlechtesten Wetter 22.000 Menschen aus der Bundesrepublik für eine andere Agrarpolitik. Man kann es auch so sagen. Ich glaube aber, dass wir als handelnde Politik das aufnehmen müssen. Diese Debatte müssen wir aufnehmen. Wir haben nicht die Frage zu stellen, wie kundig der Einzelne ist. Wir haben erstmal zu werten, dass Menschen bereit sind, für eine andere Agrarpolitik im schlechtesten Wetter auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir haben es satt. Ich glaube, das ist neu. Gut. Das ist ein neues Element. Und darauf reagieren unsere Länderminister, unsere Länderministerinnen und sagen, wir wollen in unseren Bundesländern das, was bei uns besonders anders ist, erhalten, fördern und noch mit Geld belegen. Und darum geht es. Deswegen brauchen wir eine starke zweite Säule, damit Länder ihre Landesagrarpolitik gestalten können. Aber dafür muss Geld da sein. Und das ist eben im Moment, glaube ich, eine der großen Baustellen, dass wir da kein Geld mehr haben. Sagt Friedrich Ostendorf von Bündnis 90 Die Grünen. Das war doch alles sehr strategisch und zielorientiert, Professor Isermayr, was Sie da gehört haben. Ne? Die Ausnahme der Passage, wo Sie mich bloß, weil ich vielleicht in Göttingen Agrarökonomie studiert habe, ein bisschen falsch zitiert haben. Ihr Begriff war fachfremd. Ich kann das Zitat auch sagen. Ich bin ja durchaus einverstanden. Das Zitat von Professor Isermayr lautet: Jetzt aber genau wortwörtlich, die fachfremden Städter über die sachlichen Zusammenhänge aufgeklärt werden müssten, dann werde sich alles befrieden. Ja, das ist die Aufgabe, genau. Aber ich würde das nicht als fachfremd bezeichnen. Hat er aber ich nicht glaube, gesagt, sagt er. Er sagt, hat er nicht wissen, gesagt. Wo haben Sie her? Worüber, die Menschen wissen, worüber sie reden, das ist der Unterschied. Hat das der neue Pressesprecher von Herrn Steinmeier schon geschrieben? Ich wollte Sie noch fragen, Herr Nüssel, wenn Sie das hören und Sie sehen, vergleichen das mit dem, was Sie im Forderungskatalog des Deutschen Reifweisenverbandes niedergeschrieben haben. Das ist ja nun schon unterschiedlich, was Sie da zum Teil gehört haben. Ne? Also ich habe eine Funktion bei der Koschika und arbeite mit der COBA zusammen, muss immer das ganze Europa sehen. Mhm. Wir wissen, dass in der Nordlächenfähre dort durchaus ein unternehmerischer Ansatz da ist, der durchaus beweglich gewesen wäre, hier zu anderen Lösungen zu kommen und uns die Screening nicht in die erste Säule baut, das ist ganz klar. Aber wir haben auch den Süden zu berücksichtigen und wenn ich dann mit Italienern, mit Spaniern und Griechen am runden Tisch sitze und man muss dort ein Ergebnis finden, dann kann man nur in kleinen Schritten vorwärts gehen. Und ich halte den Ansatz, der jetzt da bei der GAB gefunden wurde oder der hoffentlich am Montag auch dann sich durchgesetzt hat, dass wir da einen großen Schritt wieder in die Zukunft machen. Und hoffe darauf, und dass wir dann in dieser Zeit einfach wieder anpassen und dann diese notwendigen Schritte vollziehen. Also eine Garantie ist es ohnehin nicht. Aber diese erste Säule ist nicht gemacht worden, um Sozialpolitik zu machen. Die erste Säule ist geschaffen worden, um die Wettbewerbsverzerrungen zu den Schwellenländern, zu allen anderen, die also andere Sozialstandards und Ökostandards haben, auszugleichen. Und das Ganze muss immer wieder mit berücksichtigt werden, wie wir hier vorwärts kommen, dass wir insgesamt auch die Möglichkeit haben, hier in Europa vernünftige und nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Vielen Dank, Präsident Nüssel. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben noch zur gemeinsamen Agrarpolitik, melden Sie sich, geben wir Ihnen schnell das Wort. Ja, ich finde die Diskussion um das Greening ein bisschen abstrakt. Wir haben doch in allen unseren Landschaften von Nord bis Süd hervorragende Strukturen, die von der Gesamtgesellschaft, von der Vorortpolitik überall als touristische Attraktionen beworben werden, und zwar Land auf, Land ab. Und dann tun wir plötzlich so, und diese Maßnahmen sind im Übrigen von der Landwirtschaft geschaffen worden, diese Landschaft. Jetzt tun wir so, als wenn das alles in Unordnung ist und wir über eine zweite Säule da mehr tun müssen. Wir müssen das, was wir da getan haben, absichern, den Boden ist nicht vermehrbar und wir müssen das dann fördern. Das ist schon genug Greening und nicht noch Flächenstilllegung, die in die Landschaft nicht passt, weil wir ja auch noch Energieflächen gebrauchen. Mhm. Und deswegen ist dieses Wort Greening, Förderung einer vernünftigen Agrarstruktur, völlig deplatziert. Mhm. Bitte. Also da möchte ich gerne was zu sagen. Wir haben in diesem Diskussionsprozess beispielsweise im letzten Jahr
ich komme aus Niedersachsen, Herrn Ziolos nach Niedersachsen eingeladen, einen ganzen Tag, und sind mit ihm durch die Feldmark gefahren. Und dann standen wir da, da waren Felder, da waren Birnen, so wie gerade dargestellt. Und dann sagte Herr Ziolos, genauso wie es hier aussieht, genauso möchte ich es. Aber so ist es nicht in anderen Ländern. Und dann haben wir uns lange darüber unterhalten, ich habe das angedeutet in meinem Eingangsstatement, dass wir bei der Gestaltung, bei der pragmatischen Gestaltung des Greenings, dass dort, wo diese Elemente auch überall sind, dass die mit angerechnet werden können, das ist, also das wäre dann wirklich eine pragmatische Gestaltung. Herr Priesmeier, Sie wollten was sagen. Ja, also zumindest in der Diskussion beherrscht bei einem ja offensichtlich auch ein bisschen Amnesie. Weil wenn Sie mal zurückschauen in die 90er Jahre, dann haben wir damals, natürlich aus Gründen, die in der Marktregulation lagen, 10% der Fläche stillgelegt. Die Kompensation dafür ist immer noch in der Zahlungsbasis enthalten, die wir heute haben. Ist natürlich klar, wenn ich Investitionsanreize setze, die sich unmittelbar in der Fläche auswirken durch so etwas wie das EEG. Weil ich immer noch dauert es mich, dass ich damals den Parteivorsitzenden und ehemaligen Umweltminister gemeinsam mit 35 weiteren Kollegen aus unserer Fraktion nicht davon überzeugen konnte, dass die Einspeisevergütungen viel zu hoch sind. Das, was da initiiert worden ist, hat doch in massiver Weise dazu geführt, dass überall da, wo auch noch ein Quadratmeter Grünland umzubrechen war, in irgendeiner Form, was gewährleistet war, das umgebrochen worden ist. Die Nutzungsverschiebungen in solchen Bereichen haben doch dazu geführt, dass der Effekt, den man erreichen wollte, zumindest über massive Freisetzungen von fossil gebundenem CO2 oder in Humus gebundenem CO2 freigesetzt und dass der gegenteilige Effekt erreicht worden ist. Wir haben zusätzlich für den landwirtschaftlichen Sektor dafür gesorgt, dass über Photovoltaik auf dem Dach, Verwertung von Biomasse, ungefähr weitere 5 Milliarden in diesen Sektor fließen. Das muss auch anerkannt werden. Und dann muss man, finde ich, auch mal den Zeigefinger heben und muss sagen, so, dafür gibt es auch eine gewisse Verpflichtung, die wir eingehen, auch als Produzenten. Und man muss auch erkennen, dass gerade das dazu geführt hat, dass der Sektor Agrarwirtschaft in Deutschland in seiner Summe erheblich an Wettbewerbsfähigkeit zugelegt hat, vergleichsweise zu anderen europäischen Nachbarländern. Ja, das muss man noch mal ehrlich eingestehen. Gut. Und in dem Zusammenhang muss man auch mal erkennen, dass natürlich Dinge, die Gesellschaft in irgendeiner Form fordert, das kann nicht so kurzfristig sein wie das Konzept, was bei der Begrünung jetzt oben drauf gestiefelt wird. Sondern wir brauchen eine langfristig dauerhafte ökologische Infrastruktur und da müssen wir uns überlegen, wie wir die bezahlen und wie wir die schaffen wollen. Aber es ist nichts damit getan, heute hier mal einen Blühstreifen zu machen und dort mal einen Ackerrandstreifen oder irgendwelche anderen Geschichten. Okay, der Erfolg ist letzten Endes auch dem Fleiß und der Unternehmer, der landwirtschaftlichen Unternehmer zuzuordnen, nicht nur diesen Instrumenten. Frau Tackmann, Sie. Ich sage auch zu der Frage Greening, die wir als Linke übrigens unterstützt haben, aber nicht als Stilllegung, sondern tatsächlich auch als etwas, was ökologisch dann qualifiziert werden muss, auch auf die Bedingungen vor Ort angepasst werden muss mit Anrechnung und so weiter. Also das ist schon ein bisschen anderes Konzept. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum man das nicht in der Direktzahlung verankern sollte, weil der Charme dabei ist, dass wirklich alle mitmachen müssen. Ich finde es nicht gerecht, sozusagen die einsichtig sind, die machen das dann und kriegen dann vielleicht so einen kleinen Trostpreis dafür und die anderen können sich da rausreden. Und das halte ich schon für problematisch. Sie wollten noch was sagen? Ich möchte das ausdrücklich unterstützen, dass wir die Wertschöpfung im Lande behalten müssen und damit auch die Wirtschaftsinitiativen unterstützen müssen. Das ist im gesamten Milchsektor ja auch eine ganz, ganz wesentliches Thema. Aber zum Problem Greening ist doch mal das eine zu sagen. Auch im Bereich Naturschutz müssen Mittel effizient eingesetzt werden. Und das Greening ist ausgerichtet an den Interessen von Ländern, die keine gute Umweltverwaltung haben. Wir haben in Deutschland eine gute Umweltverwaltung und Schleswig-Holstein hat eine Umweltverwaltung, die ganz klar sagen kann, in dem Bereich und in dem Bereich ist es für die Natur sinnvoll, Greening-Mittel einzusetzen, in anderen Bereichen ist dieses nicht erforderlich. Und dann bitte soll man es da machen, wo es nicht wichtig ist, wo es erforderlich ist, wo wir für die Umwelt etwas bewirken und nicht irgendwo in der Prärie, wo es letztlich gar keine Rolle spielt. Wie kann Politik helfen, damit gerade auch die Diskussion um Tierhaltung, auch um das Tierwohl, auch in den Köpfen der Verbraucher richtig verankert wird? All das, was angekommen wird, stößt ja auf sehr viel Ablehnung, auch durch die Dinge, die mittlerweile auch durch die Medien publiziert sind. Vielleicht fangen Sie an, Herr Priesmeier. Die Fragestellung ist, wie kommuniziere ich das in die Gesellschaft? Und das ist bislang nicht gelungen, dass man durchaus darstellen kann, dass man in den
Haltungsform etwas verändern muss und kann. Das ist auch Diskussionsthema im Rahmen dieser jetzt angedachten DAFA-Strategie. Wo wollen wir uns hinbewegen? Das wird von heute auf morgen nicht funktionieren, da die entsprechende Akzeptanz unmittelbar innerhalb von kurzen Zeiträumen zu bekommen. Denn es ist doch häufig die Perspektive, aus der der Verbraucher in diesen Sektor schaut, der hat sich von dieser Form der an sich natürlichen Produktion fast vollständig entfremdet. Es ist schwierig, ihm das zu vermitteln. Wer über Tierschutz diskutiert, und das weiß ich als Tierschutzbeauftragter, der diskutiert häufig emotional, immer aus dem Bauch heraus, weil er ja für eine gute Sache streitet oder für eine Sache, von der er überzeugt ist. Und insofern ist es schwierig, wissenschaftliche Bezüge zu vermitteln für einen Sektor, wo bislang auch immer so eine gewisse Abschottungsstrategie vorher da war. Das hat sich ja erst in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Und da muss ich vielleicht mal darüber nachdenken, wie man das aufbrechen kann. Auf der anderen Seite der enorme Druck, unter dem der Sektor steht, der Lebensmitteleinzelhandel und die Schlachthofkettenkonzerne legen ihm die Handfesseln an. Die Konzentration in dem Sektor Schlachtunternehmen ist erheblich. Ob das so weitergehen kann, da muss man drüber nachdenken, welche Folgen das hat. Auf der anderen Seite hat man den Lebensmitteleinzelhandel, der sich konzentriert, muss die Reaktion darauf unmittelbar sein, dass sich der verarbeitende Sektor auch konzentriert. Wir haben auch in dem Sektor zum Teil hanebüchende soziale Bedingungen, unter denen produziert wird. Wenn ich mir die Werksverträge anschaue und die Diskussion, die damit in Zusammenhang steht, führt das natürlich auch dazu, dass dieser Sektor diskreditiert wird. Gut, müssen da nicht bundeseinheitliche Standards her, auch von der Politik, nein, gerade für die Mitarbeiter? Das bedeutet ganz klar, dass Politik da sagen muss, also hier in Deutschland wird nicht unter 8,50 Euro oder was auch immer in dem Sektor gearbeitet. Tarifverträge, die wo gelten, werden für die Betriebe, die sich daran nicht halten wollen, auch bei niedrigen Beteiligungen an dem Tarifvertrag als 50% allgemeinverbindlich gemacht. Das gehört dazu, dass der Sektor auch in sich selber sozial bleibt. Das gehört auch zur Nachhaltigkeit vom Selbstverständnis her. Wir können doch um Gottes Willen nicht zu Lasten der sozialen Bedingungen in solchen Sektoren unseren Export in den Weltmarkt oder irgendwohin finanzieren. Die Frage, die dabei steht, ist, das Verbraucherschutzministerium, das ja aus Ihrer Fraktion besetzt wird, wie gesagt, hat das nicht auch die Aufgabe, die Verbraucher intensiver aufzuklären, politische Aufklärung zu machen, auch gerade bei so einem schwierigen Feld, wo es um Tierwohl geht, könnte man da nicht mehr machen? Wir lesen und hören immer nur von dem Pranger im Internet, wo Unternehmen und Branchen an den Pranger gestellt, ich sage das mal so zugespitzt, aber wir hören wenig davon, dass in dem Bereich Unterstützung aus dem Verbraucherschutzministerium kommt. Also mehr geht immer, selbstverständlich. Frau Eichner hat ja beispielsweise diesen Carter-Prozess initiiert, nur den kann die Politik nicht alleine bestreiten, sondern das Thema Kommunikation ist insbesondere ein Thema der Wirtschaft, der Marktbeteiligten. Ich will damit kein Ping-Pong-Spiel jetzt machen. Natürlich stehen wir als Politik auch in einer großen Verantwortung. Wir haben ja, das wissen wir alle hier im Raum, eine sehr intensive, sehr kritische Diskussion, gerade über Tierhaltung in unserer Gesellschaft. Ich finde, was Politik als erstes mal als Ganzes machen sollte, sie sollte das, was auch in dem Einspieler deutlich wurde, sie sollte aufhören, pauschal zu diffamieren oder zu stigmatisieren oder einfach pauschal eine ganze Gruppe auf die Anklagebank können zu setzen. Können Sie mal ein Beispiel geben? Gehen Sie mal ein Beispiel dazu? Ja, also es sind ja Gruppierungen in unserer Gesellschaft unterwegs, auch einige NGOs, wo Tierhaltung generell in Frage gestellt wird in Deutschland, obwohl wir objektiv gesehen weltweit die höchsten Standards haben. So, und wegen diesen Dingen hat Frau Eichner diesen Carter-Prozess ja auch in Gang gesetzt. Aber Fakt ist, wir haben in unserer Gesellschaft ein Kommunikationsdefizit. Wir haben auch selbst Politik, aber auch Wirtschaft insgesamt selbst Schuld. Das fängt an, wenn man sich Etiketten in den Läden angucken, wo alles idealisiert und romantisiert wird. Also wir haben da ganz viel Nachholbedarf. Und man muss drittens auch sagen, dass die Forderung nach mehr Tierwohl immer stärker wird. Damit müssen wir uns auch selbstkritisch auseinandersetzen. Wir müssen uns dem auch selbstkritisch stellen und in einem intensiven Dialogprozess kommen. Das ist übrigens Ziel dieses Carter-Prozesses von Frau Eichner. Aber entscheidend ist,
dass die Dinge, die wir dann verbessern können, sehr stark auch dann von der Forschung mit begleitet, dass die nicht zu Produktionsverlagerung führen, weil dann erweisen wir dem Tierschutz einen Bärendienst und den Arbeitsplätzen hier bei uns auch. Das darf nicht passieren und deshalb strebe ich dafür, wenn man sich verständigt auf höhere Standards, in welchem Bereich auch immer, dass die erstmal erforscht sind, dass sie praktisch umsetzbar sind und dass wir gemeinsam dafür kämpfen, dass wir sie tatsächlich dann auch mindestens EU-weit für alle umsetzen. Das sollte vernünftig sein. Friedrich Ostendorf, wenn das klappt am 22.09. und Sie jetzt mit der SPD in der Regierungsverantwortung sind, was werden Sie ändern? Wo können Sie als Politik da etwas tun? Wir müssen hier endlich zu geordneten Arbeitsverhältnissen kommen, zu geordneten Lohnverhältnissen, zu geordneten Sozialverhältnissen, zu geordneten Unterbringungsverhältnissen. All das muss doch passieren. Das ist doch ein Missstand, den es in der Branche gibt, den niemand verteidigen kann. Wenn darauf die Wettbewerbsfähigkeit mancher gründet, dass man gegenüber Holland, Belgien, Dänemark diesen Kostenvorteil nur hat und darauf seine Wettbewerbsfähigkeit, das kann doch nicht sein. Das geht nicht. Auch das müssen wir anerkennen, dass natürlich Belgier jetzt klagen, das ist doch berechtigt, dass sie Dänen ihre Schweine hierhin schaffen zum Schlachten, weil es so viel billiger ist. Mit welchen Gründen? So, das ist erstmal, denke ich, das müssen wir schleunigst ändern, damit endlich die Branche aus dieser falschen Debatte herauskommt. Das ist aber Sache der Branche. Das ist nicht unsere Sache als Politik. Nur wir können nur sagen, wir werden das reglementieren, wenn ihr es nicht selber löst als Branche. Das muss die Branche selber lösen. Gut. Dann muss natürlich die Politik, Herr Prüll, das ist das Wichtigste, endlich wieder die Handlungsprimat erringen. Es kann auch nicht sein, dass die Zukunft der Schweinehaltung durch einen Schlachter mit seiner Tour durchs Emsland definiert wird. Alle klappen die Münder runter und sagen, oh, jetzt hat er es wieder mal gesagt. Nein, wir als Politik müssen es sagen. Dafür streite ich seit langem, das wissen Sie. Dass ich sage, wir müssen definieren, wo die Reise hingeht und nicht ein Schlachter aus Reda-Wiedenbrück. Okay. Das ist doch die entscheidende Frage. Auch das ist richtig, ist wichtig. Okay. Das müssen wir uns endlich mal auf die Fahnen schreiben. Wir sind alle viele von uns sind angefangen damit, dass wir im Schweinebereich 75% hatten. Trillers saß bei mir in der Küche, bei anderen auch, Appell, und sagte damals Westfleisch 75%, wir müssen endlich auf 100%. Appell ist angekommen. Wir sind jetzt bei 130, Appell, das ist die Frage. Appell ist angekommen. Wortmeldung, also, bitte. Ich denke, Sie sprechen sicherlich einen Problempunkt an, wenn die Arbeitsbedingungen an den Schlachthöfen nicht in Ordnung sind. Und ich glaube, das unterstützt auch keiner von uns hier im Saal, wenn es so einen Missstand gibt, dass er so vorhanden ist. Da sind wir uns sicherlich ganz schnell alle einig. Aber Sie kommen mir zu weit vom Thema ab. Das sind für mich nicht die brennenden Punkte der Agrarpolitik in der Zukunft, die uns hier im Land betreffen. Ich hätte mal ganz konkret an Sie eine Frage, wie Sie das definieren, wo bei Ihnen, bei der Parteiabfrage, Massentierhaltung anfängt, ab wie viel Kopfvieh, in welcher Tierart, wo ist Massentierhaltung definiert? Und wenn wir dann die Grenze kennen, dann können Sie uns auch gleichzeitig erläutern, wie wir dann mit den Tieren, mit den Beständen, die nicht unter Massentierhaltung fallen, anschließend auch noch, oder wie wir damit aktiv Landwirtschaft betreiben können im Haupterwerb und unsere Familie oder zwei Familien im Generationswechsel davon ernähren können im Wettbewerb, im europäischen Wettbewerb. Und als drittes noch die Frage, wieso geht es einem Tier in einer größeren Tierhaltungsanlage, das Wort Massentierhaltung mag ich überhaupt nicht, sprechen wir mal von einem Tier in einer größeren Tierhaltungsanlage, wieso geht es dem automatisch schlechter als einem Tier von mir aus in einer Hobbytierhaltung oder in einer kleineren Tierhaltungsanlage? Es kommt nicht auf die Größe der Haltungsanlage an, sondern auf die betreibenden Personen und auf die Umstände, die auf diesem Betrieb gegeben sind. Gut. Unsere Mitglieder haben entschieden, als eines der ganz starken Projekte im Wahlkampf Massentierhaltung zu fahren. Mag sein, dass grüne Mitglieder jetzt nicht symptomatisch für die Gesellschaft sind. Das mag man ja so sehen. Aber ich glaube, dass unsere Mitglieder zum Beispiel nicht verstehen, dass 24 Hähnchen auf dem Quadratmeter stehen im Stall. Das bezeichnen unsere Mitglieder als Massentierhaltung, würde ich so sagen. Ich glaube auch nicht, dass sie verstehen, dass ein Schwein, sagen wir mal optimistisch, einen Quadratmeter hat. Ich glaube, sie wollen etwas mehr. Ich glaube nicht, dass sie verstehen, dass die Tiere keinerlei Kontakt nach draußen haben. Ich glaube, dass sie nicht verstehen, dass immer weniger Kühe in immer größeren Haltungen nicht mehr auf die Weide gehen. Ich glaube, das verstehen Sie alles nicht mehr. Das verstehen Sie untermaßen. Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber alle Ihre Antworten gingen nicht auf den Umfang der Tierhaltung, sondern auf die Bedingungen, wie Tiere gehalten werden. Ich habe ganz konkret gefragt. Sie haben gefragt, was ich unter Massentierhaltung. Schweine Massentierhaltung oder 100 oder 5 oder 5. Ich habe Ihnen eine Antwort gegeben, 24 Hühnchen auf einem Quadratmeter sind Massentierhaltung. Das ist ja 24 Hähnchen auf einem Quadratmeter, habe ich 24 Hähnchen, das ist aber schon Massentierhaltung, weil die alle auf einem Quadratmeter sind.
Wenn 24 Hähnchen auf einem Quadratmeter stehen, ist das zu viel, ja. Und wenn ich 200.000 auf viel, ganz viele Quadratmeter pro Tier habe, ist das keine Maßnahme. Die Frage ist das doch nicht. Die Frage ist doch, habe ich 24 drauf oder habe ich 15? Da muss ich aber jetzt halt stoppen. Wir werden hört das, ja nicht zu. Habe ich 24 oder 15 drauf? Gehen diese Hähnchen auch nach draußen oder tun sie das Herr nicht? Ostendorf, das ist doch die Ostendorf, Frage. Es ist deutlich geworden, diese Frage, was ist Massentierhaltung, die ist so mittlerweile alt in der Branche, wie man sich vorstellen kann. Eine Definition gibt es im Augenblick nicht dafür. Ihre zweite Frage. Die zweite Frage wäre, ja, die ist schon halb beantwortet, aber wieso geht es den Tieren in einer größeren Tierhaltungsanlage automatisch schlechter als in einer kleineren Tierhaltungsanlage? Ja, das glaube ich auch beantwortet. Weil zum Beispiel Niedersachsen damals noch mit Landwirtschaftsminister Lindemann, kein Grüner, soweit man weiß, also kann sich ja geändert haben, aber ist uns nicht bekannt, festgestellt hat, dass 70% dieser Tiere zu viel Antibiotika bekommen. Deswegen kann man nicht davon reden, dass es denen gut geht. Falsch wird hier gerade gesagt, bitte. Lindemann hat explizit immer wiederholt, man kann keine Differenzierung machen zwischen klein und groß. Der Zustand 70% ist richtig, aber er hat definitiv nicht... Ja, die Frage war ja, warum geht es Tieren in größeren Bestellungen, Stellen grundsätzlich schlechter? Und da war die Antwort, weil da mehr Medikamente hingehen. Und nochmal, Lindemann hat da ganz klar differenziert. Er sagt, zwischen klein und groß, mehr oder weniger Medikamente, gibt es direkt keine Zusammenhänge. Gut, Dankeschön. Ja, Herr Isarbeier, das Zitat war nicht richtig. Das war jetzt auch nicht richtig. Was ist los mit Ihnen, Ostendorf? Ich habe nach wie vor, bleibe ich dabei, dass Herr Lindemann festgestellt hat, die Aussage halte ich aufrecht, hat Holzenkamp auch nicht bestritten, 70% der Tiere bekommen Antibiotika. Mehr habe ich nicht gesagt. Also ich glaube, das hat er auch nicht gesagt, sondern er hat gesagt, 62% der Schweine erhalten Antibiotika. Man muss wissen, Bioschweine gibt es zu 0,4%. Das heißt, nein, ich bin bei Schweinen. Das, also musst du einfach mal akzeptieren. Ich bin jetzt bei Schweinen. 62% der Schweine erhalten Antibiotika. Die Bio-Schweineproduktion umfasst gerade mal 0,4%. Das heißt auch, dass wir 38% ganz konventionell gehaltene Schweine ohne Antibiotika sind. Und das heißt, dass dieses System ein gutes, zumindest von der Arzneimittelausstattung, ein gutes System ist. Ich möchte noch etwas sagen zum Thema, und das muss man ja doch mal ansprechen. Das Thema Massentierhaltung ist genau wie der Thema industrielle Landwirtschaft, sind politische Kampfbegriffe, nichts anderes. Nichts anderes. Frau Tackmann, Sie wollten was sagen. Also ich würde mal gerne zu einem Dialog beitragen, weil ich glaube, das ist weder die eine schwarz noch die andere weiß, sondern die Welt ist meistens ein bisschen bunter und ein bisschen in Grautönen gezeichnet. Und wir haben immer gesagt, also Tierwohl entscheidet sich nicht am Zählappell im Stall oder Zählappell in der Region, aber es ist natürlich schon wichtig zu schauen, wie die Tierhaltung sich verändert hat. Und wenn man versucht, beispielsweise wie in Brandenburg, eine Stallanlage mit 69.000 Schweinen gegen den Willen der Region durchzusetzen, dann hat man sich einfach ein Problem organisiert. Und ich glaube schon, dass man, ich bin Tierärztin, habe im Friedrich-Löffler-Institut gearbeitet, verstehe also zumindest ein bisschen was von Epidemiologie. Und da ist natürlich schon die Frage, in welchen großen epidemiologischen Einheiten, sage ich jetzt mal, wir tatsächlich Tiere gesund halten können. Und das ist für mich das viel entscheidendere Punkt, dass man nämlich sagt, nicht klein oder groß ist richtig oder falsch, sondern es gibt einen Bereich, in dem man das gut mit gutem Bestandsmanagement hinkriegen kann, wenn die tierärztliche Betreuung integriert ist und so weiter und so fort. Es geht also eher um Qualität als allein um Quantität. Ich sage aber auch, dass die Frage der Konzentration in Regionen beispielsweise schon ein Problem ist. Also die Schweinepest im Schweinegürtel Niedersachsens, das ist schon eine Nummer, wo ich sage, da habe ich als Tierseuchenbekämpferin Muffensausen gehabt. Ob wir das zum Stehen kriegen. Und deswegen finde ich schon, dass man auch darüber nachdenken muss, dass es da vernünftige Bereiche gibt, in denen man sich aufhalten sollte. Und dann sollte man auch nicht den Krieg in den Dörfern führen gegen die regionale Bevölkerung. Okay. Tja, Friedrich Ostendorf, jetzt sind Sie dran, noch mehr Nachhaltigkeit in der Branche. Er hat ja gesagt, wir produzieren schon nachhaltig. Was können Sie sich vorstellen, was könnte noch verbessert werden? Dass wir das Reduktionsprogramm wieder aufnehmen. Ich habe 2002 bis 2005, wie Kollege Friesmeier, haben wir sehr, denke ich, sehr gut mit der Branche zusammen am Reduktionsprogramm gearbeitet. Die Arbeit ist leider eingeschlafen. Wir werden die wieder mit der Branche aufnehmen. Das ist ganz einfach. Ich wollte eigentlich zu Milch was sagen. Darf ja, bitte. Ruhig, klar, logisch. Ja. Die Frage, die sich mir nicht beantwortet, ist, dass die gleichen Vertreter, die sagen, die Quote bei der Milch, das war ja ganz schrecklich,
leidenschaftlich für die Quote bei Zucker kämpfen. Das muss ich irgendwann in diesem Leben nochmal verstehen, warum das eine falsch, das andere richtig ist. Ich habe nie für die Milchquote gestritten. Das ist ja auch bekannt, dass ich sie wie andere auch bekämpft habe und dafür ja auch ein lebenslanges Bundestagsverbot habe und nur als Abgeordneter wiederkommen konnte. Deswegen musste ich das machen. Aber warum das diese zwei Orientierungen gibt im Hirn, die werden sich mir nie erschließen. Ich weiß auch nicht, ob das immer gut geht, dass der Chinese da seine Milch versaubeutelt und deshalb bereit ist, 2,50 Euro für hiesige Milch zu zahlen. Das mag ja eine Zeit lang gut gehen. Kann ja sein, dass die das nie im Griff kriegen mit Melamin und sonstigen Sachen. Ich sag mal, bei Schweinen habe ich dieses Märchen auch immer gehört. Da ist das Märchen auch erzählt worden. Der Chinese kauft alles, was wir nicht essen, soll ja wunderbar. Jetzt haben wir es gerade in der Tierkörperbeseitigung gehabt, die 42.000 Tonnen Pfötchen. Das sind ja schon 10 Millionen Schweine, wenn ich das richtig sehe, die mal ihre Pfoten da in der Tierkörperbeseitigung gelassen haben. Also so ganz ist das nicht die Erklärung, dass der Chinese alles aufisst und alles wunderbar bezahlt. Es gibt dort ja gewisse Fragen. Wenn ich das richtig sehe, ist der weltgrößte Fleischvermarkter gerade in chinesische Hand geraten. Oder ich habe das falsch gesehen. Wir sprechen von Smithfield. Ja, also ist das so, dass das unsere Absatzchancen stärkt? Glauben wir das alle? Oder gibt es da Fragen? Für mich gibt es da Fragen. Ist es so, dass durch die Kooperation des bekannten Redner Wiedenbrücker Fleischers mit 35 Unternehmen in China, dass das mehr Absatz für westfälische, norddeutsche Schweine bringt? Oder glauben wir, dass das möglicherweise am Ende des Tages, ich bin da stahlgeprägt durch meine Herkunft in der Nähe von Dortmund, wir haben das erlebt, möglicherweise der Chinese die eigene Produktion fährt? Könnte das nicht da auch sein? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einen starken Mann in China, der ja Landwirt ist. Ich weiß nicht, welchen Gang geht er? Weshalb ist er gewählt worden als starker Mann in China? Dafür, dass möglichst viel Import aus Norddeutschland kommt? Oder ist er vielleicht dafür gewählt worden, dass er die chinesische Landwirtschaft entwickelt? Was bedeutet das am Ende des Tages für uns? Ist Export die alleinige Antwort? Oder müssen wir uns auch wieder um europäische Märkte kümmern? Das sind die Fragen, die ich habe. Und von daher bei der Milch, ich glaube, 1-2% sind marktentscheidend, wenn ich den Markt richtig betrachte als Milchbauer. Wir haben zu BSE-Zeiten mal 2% Rückgang gehabt, da hatten wir sehr auskömmliche Preise. Wir haben das erlebt beim Milchstreik, dass 1,5% der Markt zurückging, oder die Erzeugung zurückging, und wir hatten auskömmliche Milchpreise. Möglicherweise sind es Instrumente, 1-2% aus dem Markt zu nehmen. Ich bin da sehr unentschlossen. Ich glaube das auch nicht so richtig, aber 1-2% sind hier sehr preisbildend. Das müssen wir einfach im Milchmarkt konstatieren. Das ist so. Ich glaube, da wird die Wissenschaft jetzt auch nicht widersprechen. Da geht es manchmal um ganz geringe Mengen, relativ geringe Mengen. Bitte schön. Ja, Herr Ostendorf, Ihre Vorschläge und Konzepte, die man jetzt den heutigen Nachmittag gehört hat, sind alle für meine Begriffe nach hinten gerichtet. Die sind nicht zukunftsträchtig. Und insbesondere mache ich jetzt mal fest mit Ihrer Bewertung des Exportes. Wir wissen genau, dass der demografische Faktor in Deutschland wie in der EU, die Bevölkerung rückläufig ist, massiv rückläufig. Wir haben viele gute wettbewerbsfähige Betriebe, haben auf der anderen Seite einen wachsenden Weltmarkt, den wir zum Teil auch mit unseren Molkereiunternehmen bedienen können. Und dann schlagen Sie vor, wir sollen uns beschränken auf 1-2% des Verbrauches. Das bedeutet, wir lassen Produktionspotenzial links liegen. Nur in allen anderen Bereichen ist es die Autoindustrie, die chemische Industrie, der Maschinenbau. Dort akzeptieren wir den Export. Ja, die fördern sogar unseren Wohlstand. Nur bei der Landwirtschaft wollen sie uns verordnen, rückwärtsgewandte Politik zu machen. Da wird die Landwirtschaft Ihnen nicht folgen. Dann muss ich Sie fragen, wie erfolgreich war Ihr Exportkonzept in Ihrer Molkerei, Herr Sehm? Ich brauche unsere Molkerei nicht zu rechtfertigen. Der liegt bei 35% und wir sind dabei, den auszubauen. Wir sind dabei, den auszubauen, weil wir dort Märkte sehen, in China, im Nahen Osten, Nordafrika. Und es gibt auch Länder auf der Welt, die eignen sich eigentlich von der klimatischen Voraussetzungen nicht für Milchproduktion. Warum sollen wir die nicht bedienen? Ja, jetzt haben Sie eine Frage mit der Gegenfrage beantwortet, aber da haben wir auch noch eine. Bitte schön. Ja, keine Frage, nur ein Versuch einer Klarstellung. Also, Herr Ostendorf, Sie hatten gefragt, 1% könnte ja vielleicht hohe Preisstabilisierung oder Preiserhöhung bringen.
Das ist immer eine Frage der Fristigkeit. Wenn kurzfristig mal 1-2% rausgenommen werden, dann gehen tatsächlich bemerkenswert die Preise nach oben. Nur die Wirtschaft passt sich an und deswegen ist am Ende ja auch das Quotensystem gescheitert. Das heißt also, langfristig erreichen Sie mit Mengenreduktion nicht so ganz viel. Sie fragten dann, und ich glaube, das war auch eine kleine Anfrage an mich, warum streiten einige für den Ausstieg aus der Milchquote und äußern sich zugleich bei Zucker anders? Das will ich gerne beantworten. Auch bei Zucker sollten wir raus aus der Quote. Ganz klarer Fall. Moment. Wir haben nur bei Zucker eine Situation, die deutlich anders historisch ist als bei Milch. Ja, weltweit ist es eben so, die Zuckerrübe ist nur noch hinter dicken Zollmauern geblieben. Der Rest geht in Richtung Zuckerrohr. Immer größerer Anteil des Zuckermarktes geht in Richtung Zuckerrohr. Und wir sehen aber, dass wir doch in der Entwicklung die Zuckerrübe hier durchaus positiv sehen. Wir haben gute Ertragsfortschritte. Wir sehen insgesamt Nachfrage nach Zucker und Ethanol natürlich steigend weltweit. Und deswegen kann es sein, dass im Übergang es vernünftig ist, die Quote bei Zucker vielleicht nach 2-3 Jahren zu verlängern. Vielen Dank, Professor Isermayer, das war eine gute Klarstellung noch. Vielen Dank, das war eine spannende Runde, fand ich, und es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen, meine Damen und Herren, auch wenn es ein bisschen kontrovers war und auch nicht immer ganz leicht war, auch wenn ich ein bisschen was ausgeteilt habe, ohne das persönlich zu meinen, das verstehen Sie hoffentlich. Bedanke mich bei Ihnen und auch bei Ihnen, Frau Tackmann, bedanke mich bei Ihnen, Herr Priestmeier, und bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Ostendorf. Ja, so wie auch immer. So, ich bedanke mich bei Ihnen. Schön war's. Vielleicht sehen wir uns wieder bald demnächst. Freue mich drauf. Danke.